Hallo und herzlich willkommen zum siebten Teil des Vogelquizzes, das Video, bei dem du dein Vogelwissen testen kannst. Ich sitze gerade draußen am Waldrand und nehme bei traumhaftem Sonnenschein das Video auf. Aber fangen wir wie immer von vorne an. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und damit rein ins Video. Starten wir wie immer mit der Auflösung der Fotofrage. Hier seht ihr noch einmal den Ausschnitt der letzten Folge und hier ist das Originalbild. Die richtige Antwort ist der Gimpel gewesen, das hatten die meisten von euch aber auch richtig. Die Fotofragen laufen immer sehr gut, da habt ihr echt etwas drauf. Schauen wir uns jetzt noch die Statistiken der Fragen 1 bis 3 aus der letzten Folge an. Da sehen wir, dass der Großteil von euch es auch echt drauf hat. Zu Beginn möchte ich euch kurz die Spielregeln näher bringen. In den kommenden Minuten werde ich euch drei Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten geben, die ihr mittels der Abstimmungsfunktion von YouTube oben rechts beantworten könnt. Nach der ersten Frage werde ich euch immer den Fun Fact der Folge vorstellen und zum Ende gibt es noch eine Besonderheit, nämlich die Fotofrage. Dort bekommt ihr einen Teil eines Bildes zu sehen und ihr dürft mir in die Kommentare schreiben, um welchen Vogel es sich handelt. Die Auflösung gibt es immer am Anfang der nächsten Folge, es lohnt sich also, jetzt ein Abo dazulassen, um in Zukunft jedes Mal dabei zu sein. So, dann beginnen wir mit der ersten Frage. Welcher Vogel ist der häufigste Vogel in Deutschland? A. Der Haussperling, B. Der Buchfink, C. Die Amsel oder D. Die Kohlmeise? Nehmt euch jetzt die Zeit, die Frage zu beantworten, indem ihr rechts oben auf die Abstimmung klickt. Die Frage war, welcher Vogel ist der häufigste in Deutschland? Dann kommen wir auch schon zur Auflösung. Die richtige Antwort ist B, der Buchfink. Die mit Abstand häufigste Brutvogelart ist mit einem Bestand von ca. 10 Millionen Brutpaaren der Buchfink. Haussperlinge und Amseln nehmen mit etwa 7 Millionen Brutpaaren die Plätze 2 und 3 an. Auf den Rängen 4 bis 8 folgen mit Beständen von 3 bis 5 Millionen Paaren Kohlmeise, Rotkehlchen, Zilpzalp, Blaumeise und Mönchsgrasmücke. Dann können wir mit dem Funfact der Episode weitermachen. Dieses Mal ist der Name Funfact eher unpassend, denn der Fakt ist nämlich traurig. Allein in den USA töten Hauskatzen zwischen 1,5 und 3 Milliarden Vögel jährlich. Dann machen wir doch direkt weiter mit Frage Nummer 2. Welcher Vogel, der heute in Deutschland vorkommt, wurde nicht vom Menschen eingeschleppt und ist in Deutschland heimisch, das heißt kein Neozoon? A. Die Rostgans, B. Der Fasan, C. Die Mandarinente oder D. Die Stockente? Auch jetzt gebe ich euch wieder ein wenig Zeit, um die Frage zu beantworten. Welcher Vogel wurde vom Menschen nicht eingeführt, sondern ist ein heimischer Vogel? Kommen wir zur Auflösung. Die richtige Antwort ist D. Nur die Stockente ist kein Neozoon, das heißt, sie ist eine heimische Art, die nicht eingewandert ist oder durch den Menschen hierher gebracht wurde. Rostgänse sind in den innerasiatischen Steppen und Halbwüsten beheimatet. Das natürliche Verbreitungsgebiet des Fasans reicht vom Schwarzen Meer über die Trockengebiete Mittelasiens bis in den Osten Asiens. Die Mandarinente kommt ursprünglich aus Ostasien und in Europa gibt es vereinzelt verwilderte Parkpopulationen, die aus Gefangenschaftsflüchtlingen entstanden sind. Dann können wir auch schon mit der dritten und letzten Foto-Quiz-Frage weitermachen. Mal wieder dürft ihr raten, zu welchem Vogel diese Stimme gehört. A. Zur Klappergrasmücke, B. Zum Gierlitz, C. Zum Star oder D. Zum Feldsperling. Jetzt hört ihr noch einmal die Kurzfassung des Gesangs. Habt ihr die Antwort eingeloggt? Richtig ist B. Ihr habt gerade den Gierlitz gehört. Mich erinnert dieser Ruf und Gesang immer an einen rostigen Kinderwagen. Könnt ihr mir da zustimmen?
So, dann kommen wir auch schon zur Fotofrage. Welchen Vogel seht ihr auf diesem Ausschnitt? Schreibt mir eure Antwort wie immer in die Kommentare. Dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo und Like da, um meine Arbeit zu würdigen. Gerne könnt ihr mich auch euren Freunden weiterempfehlen oder die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Zum Schluss möchte ich mich noch bei dir für deine Aufmerksamkeit bedanken. Tschüss und bis zum nächsten Mal.